Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur Lego World. Mit einem Ausflug in den, was ist da, Norden? Nee, das ist nicht der Norden, oder? Ah, Nord, sagen wir mal Nordwesten, ganz grob. Richtung Flug, Rennstrecke. Falcon Speedway, oder wie das Ding hieß. Da würde ich sagen, fahren wir einfach mal querfeld ein. So eine komische Alienpflanze haben wir noch nicht entdeckt. Ach ja, und dieser Bonuswürfel sieht dann doch nicht so aus wie das alte Logo vom Held der Steine. Der hatte da... Doch, es sieht ähnlich aus. Der hatte da... Das ist also vom... Vom Grundriss her war es genau gleich. Und dann stand da halt Held der Steine drin in weißer Schrift auf blauem Untergrund. Und jetzt ist da halt nur ein H. Doppeltes H, also. Ein doppeltes H. Lalala. Haben sie auch nicht nachgedacht. Ach, ist doch egal. Warum steht da eigentlich ein Doppelt... Egal. Wollen wir diese Diskussion nicht weiter vertiefen. Du willst Lego-Dinosaurier im wunderschönen Lego-Wald suchen? Ja. Dann bring besser dein Lego-Fernglas mit und denke auch an deinen Lego-Erste-Hilfe-Kasten. Ja, dann... Damit kann ich leider nicht dienen. Ich habe nur einen Lego-Schaufelradbagger, ich habe zwei Lego-Formelautos, ich habe jede Menge Alpha-Team-Lego, ich habe den roten Kran und dann auch jede Menge altes Zeug aus den 90ern zu Hause auf dem Dachboden rumschwirren. Und dieses Jahr im August, Entschuldigung, im Oktober kommt noch der Liebherr-Bagger dazu. Den will ich mir auf jeden Fall gönnen. Der kostet zwar unheimlich viel Kohle, aber der ist mega geil. Das macht bestimmt richtig Spaß, den aufzubauen. Und damit spielen werde ich wahrscheinlich nicht, aber der kommt dann einfach, den stelle ich dann so auf meine Lego-Wand im Wohnzimmer. Und gut ist, aua. Nächste Herausforderung abgeschlossen. Da geht er hier Schlag auf Schlag. Ha, hier sind könnten L. Alter, ich dachte, das Ding hebt jetzt ab. UFO-Absturzstelle. Gucken wir uns die doch auch mal an. Einen weiteren Bereich entdeckt. Ich habe das Gerücht gehört, dass man Lego-Minifiguren aus dem in der Wüste abgestürzten UFO geborgen und sie dann auseinandergenommen haben soll, um sie zu untersuchen. Ist ja auch kein Ding. Sie konnten die Minis ja dann einfach wieder zusammensetzen. Boah, die kriegt man ja gar nicht auseinander. Boah! Soweit kann man die doch gar... Doch, man kann alles abmachen, ne? Ich habe es immer gehasst, wenn früher bei diesen Figuren... Hier dieser... nicht die Ärmchen, sondern die Hände da rausgeflutscht waren. Das hat manchmal irgendwie funktioniert, ich weiß auch nicht. Das waren ja dann so kleine Teile, dass sie dann irgendwo verschwunden sind. Und immer wenn dann irgendwann die Eltern kamen und rumgestaubsaugt haben, ja, dann konntest du vergeblich suchen. Und so sind schon ganz, ganz, ganz viele Lego-Teile abhandengekommen. Und dann wundert man sich irgendwann, warum man die Teile nicht mehr zusammenkriegt. Weil alles weg ist, alles im Staubsaugerbeutel verschwunden. Da hinten ist übrigens der Speedway. Aber die Tafel. Bullshit, was laber ich denn da? Den Sprung, den nehme ich noch mit. Naja, mit 230 ist das jetzt ein bisschen schwach, aber. Oh, ich hab. Sind das. Ach, das sind die. Schau dir das mal an. Ich habe sie so aufgebaut, dass sie sich selbst wieder zusammenbauen. Wer ist jetzt hier der Meisterbauer, hä? Naja, das funktioniert aber nicht so wirklich. Die bauen sie nicht selbst wieder zusammen. Aber was bringen die mir jetzt?
Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe übrigens nur 2 Sterne bekommen. Das müssen wir nochmal machen. Ah, der Wagen ist ja wieder kaputt. Oh, hier gibt es jede Menge Rennen. Und da ist eine Bonustafel. Yay! Hä? Ach da. Ist das der Speedway schon hier? Jawohl, Ovalrennen. Da sehe ich mich. Da ist noch ein Beschleunigungsevent. Da ist die Querfeldeinstrecke und da ist ein Blitzer. Dafür muss ich aber dann doch mal wieder den Nein! Nein! Hau ab! Den Schaden ausmachen. Weil der ist ein bisschen hinderlich. Aber nur ein bisschen. Ganz dezent. Einmal bitte Ovalrennen. Das hat ja nicht gezählt. Mano. Wo ist denn jetzt da hinten? Warum hat er das gerade nicht gezählt? Jetzt! Oi, guck mal! Da gab es irgendwie eine Infield-Strecke, ne? Da fahren wir gleich mal lang. Ich fahre jetzt nochmal hier rum. Hier kann auch lang fahren. Oh, das gehört immer zur Rennstrecke. Nein, ihr wollt ihn nicht lang. Ihr wollt ihn doch nicht lang. Egal. So, haben wir das auch entdeckt und jetzt ab zurück. Das hat nicht funktioniert. Da kann man hoch! Ah, scheiße. Moment, Moment. Ich mach das Moment nochmal zurück. So, auf ein neues. Sprungschanze des Todes. Jawohl. Ui, 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 ui. Jetzt fahren wir nochmal im Kreis. Ganz geschmeidig. Was habe ich jetzt gemacht? Egal. Gewinnen wir noch ein Rennen. Kriegst richtig Bock mit Lego zu bauen, ne? Die wissen schon, wie sie das machen. Hauen einfach mal sowas raus, dann hat jeder auf einmal Bock mit Lego zu bauen. Also mit jeder meine ich ich.
Ja, also hier können die ja nix. Ich habe schon wieder einen Mückenstich. Ach, das ist doch diese Rattenviecher. Sieger der Herzen. Kein sauberes Rennen gefahren. Das sehe ich aber anders, Freunde. Das sehe ich aber anders. Haben wir denn jetzt genug Bricks für den Ferrari? Also ich habe schon wieder 20 Bricks gekriegt. Und nochmal 40. Das müsste jetzt safe reichen, oder nicht? Oder habe ich dann Fehler meiner nicht vorhandenen Berechnung drin? Jetzt tue ich aber die Straßen hier erkunden, wenn wir schon mal hier sind. Oh, hier ist so viel neu, hier weiß ich gar nicht, was du alles machen sollst. Was? Wer war das denn? 25? Das könnte ich gewesen sein. Ich spiele echt gern Lego. Wie viel fehlt mir denn jetzt noch? Noch 10! Noch 10, was können wir denn hier machen? Warte. Hier. Hä? Ach, das ist. Ach, das ist was an. Ah, das ist bei auf dieser Beschleunigungsstrecke auf dem Infield. Da kann ich doch bestimmt noch mindestens 10 Steinchen. Und das ist auch noch eine Driftstrecke, wie ich gerade sehe. Wie komme ich jetzt dahin? Da. So, und jetzt gucken wir, dass wir so viel Anlauf wie nur irgendwie geht nehmen. Ah, 3 Sterne, guck mal. Ich glaube, ich habe es geschafft. Der F40. Ich glaube, er ist fertig. Ich habe die Anleitung genau befolgt. Und er sieht zumindest aus wie ein F40. Komm lieber mal her und hol ihn dir. Ich hatte damals auch so einen Ferrari F40, allerdings von Technik und nicht von von Normal-Lego. Ne, ich fahre da hin. Jetzt fange ich schon wieder damit an, überall Schnellreisen zu machen. Wobei man hier wahrscheinlich noch so viel entdecken kann. Ne, ich hatte den. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer der hat, aber ich habe auf jeden Fall den alten. Ob da, ich weiß nicht, ob da ein Ferrari F40 war. Auf jeden Fall ein Ferrari-Nachbau. Der war also normal klein halt. Also, keine Ahnung, 100 Teile, 120 Teile oder so. Halt aus Technik. Also aus ganz simpler Technik. Das war ein 90er-Modell. War schon cool. Also heutzutage würde ich sagen langweilig, weil 10 Minuten hast du das Ding fertig gebaut, ohne Anleitung. Mit Anleitung brauchst du vielleicht 5 Minuten. Wobei, ne, auch 10. So viele Seiten in den Blättern musst du es. Was macht denn dieses Auto hier? Da fliegt ein Tor. Hui! Lego-Kühe! Oh. Da sind wir doch schon wieder. Da. Von der falschen. So, jetzt mache ich die Schnellreise. Ich habe keinen Bock da. Nein, kommt kein Bock da rumzufahren. Jetzt ist es mir zu blöd. Seht es mir bitte nach. Oh, hier ist ja auch. War ich nicht. So, ich will mein Ferrari haben. Ich will mein Lego-Auto haben. Dann haben wir wenigstens auch was Schnelles, womit wir hier rumcruisen können. Und den können wir hoffentlich dann auch umbauen. Dann fahre ich nur mit dem Ferrari. Siehst du, er hat sogar ein kleines Ferrari-Symbol. Entschuldige, eine echte Rennmaschine. Nur für dich.
Wow, der hat richtig gutes Licht. Also damit wirst du auf jeden Fall gesehen. Ne, wenn dann original. Okay, das ist gut. Den kann ich auch für Offworld modifizieren. Machen wir das doch einfach mal. Was haben wir noch? Farbe Rot bleibt bei Rot. Hier hinten können wir dann noch... Okay, da ändert sich nur die Platte rum von der Farbe. Mehr ist das nicht. Ja, da kann ich auch den lassen. Schön, dass das alles so teuer ist. 100 Credits nur. Das ist echt angenehm mal. So. Willst du ihn gegen den echten testen? Aber wo sollten wir kurzfristig einen echten Ferrari F40 herbekommen? Ah, Horizon. Wir treffen uns dort. Aktueller Fortschritt. 650 von 1000 Bricks. Dann können wir das Haus... Ah, da kommt eine Garage dazu, wenn ich es richtig sehe. Ist das eine Garage? Es könnte eine Garage sein. 225. Ich weiß nicht, ob der Ferrari das kriegt. Hallo, Patrick. Der sieht geil aus. Das Horizon Tech Team hat Anna für dich aktualisiert. Anna kann jetzt für dich Baustein-Herausforderungen anpinnen. Probiere es mal. Mit dem Auto habe ich keine Chance. Ich habe alle Bereiche entdeckt. Ja, voll Party. Oh, wobei doch, der ist gut schnell. Boom, 3 Sterne, jawohl. Ich wollte schon sagen, man muss doch die Herausforderung mit Lego-Autos auch machen können. Das wäre ja witzlos. Achso, ich muss... Ah! Ja, okay. Mit dem Drift kannst du die Tonne kloppen. Da müsste ich dann irgendwie was anderes. Boah, bis der mal reagiert, ey, das ist ja... Alter. Okay. Vergiss es. Die Karre ist echt dieblich. Ja, ich fahr extra hier unten lang. Weil ich die Straßen noch mitnehmen will. Aber ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Da ist noch so ein... Okay, dann nehmen wir auch beim nächsten Mal mit. So, die Straße hätten wir auch. Alien Blumen habe ich noch nicht gefunden, oder wie die Dinger heißen. Aber da vorne ist noch so ein Gefahrenschild. Da sehe ich mich. Das sollte so sein. Sind das hier Alienblumen? Ah, okay, sind keine Alienblumen. So Alienpflanzen heißen die Dinger ja, ne? Ich muss gleich mal ausprobieren, ob er mit dem Auto konkurrenzfähig auf einer Straßenrennserie ist. Neue persönliche Bestzeit, das ist klar. Ich bin noch nicht gefahren. 1, 2. Boah, der kommt einfach nicht aus der Gänge, der Ferrari. Das ist echt grausam.
So, wenn du mit dem im ersten Gang schaltest, dann braucht er erstmal gefühlte 10 Sekunden, bis der an Momentum gewinnt. Ich wollte den Stunt jetzt nochmal probieren. Da jetzt, bis der mal aus dem Quark kommt, das ist ja... Der ist niedlich, aber er kann nichts. Oh, nicht drifte hier nur. Naja, das war... Gescheitert, ja sicher. Du elendiges Drecksspiel. Boah, dieses Auto ist so... Haben wir eigentlich probiert? Das müsste ich eigentlich mal machen. Ob man den upgraden kann. So bessere Reifen und so ein Scheiß. Das habe ich auch bei dem Mini noch nicht probiert, ne? Machen wir jetzt sofort. Das machen wir jetzt sofort. Oh, ich habe ein Fahrrad. Oh, mein Haus sieht aber... Okay. Ach doch, da hinten ist mein Haus, ja. Oh, das ist... Das ist ja klein. Oh, wie süß. Mein Briefkasten ist voll. Da ist ein Rasenmäher. Und eine Hundehütte. Hasso ist also auch da. Oh, nein, ich beschädige gerade Eigentum. Das ist ungünstig. Ist zwar mein eigenes, aber trotzdem. Die Versicherung stellt immer so blöde Fragen. Das muss ja nicht sein, ne? Gucken wir mal, ob wir das Ding irgendwie upgraden können. Das wäre doch fantastisch. Weil das Ding ist echt grausam zu fahren. Sieht wirklich niedlich aus, ist aber grausam zu fahren. Upgrades. Oh, man kann den... Oh, man kann den normal upgraden. Da sehe ich mich doch. Ich kann keine Reifen machen. Ich kann keine Reifen machen. Aber ich könnte dem Allradantrieb verschaffen. Ja, komm, da sehe ich mich. Allradantrieb und eigentlich alles, was irgendwie wichtig ist, geben wir dem einfach mal. In der Hoffnung, dass er sich dann besser fahren lässt. Okay, so viel kann man dann doch nicht machen. Mehr Leistung ist schlecht, weil der hat eh keinen Grip. Aber Leistung geht immer. Das ist wieder typisch. Guck mal, das ist ein X-Wagen mittlerweile. Oje. Oje. So, und wie sich das Auto hinfahren lässt, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.